Hallo Freunde, hallo Abonnenten, hallo Bastler und Weber in nah und fern. Ich begrüße euch. Ich sitze hier beim Kaffee. Mit meinem Fieder. Und genieße den Mittag. Wir haben 13 Uhr und 5 Minuten. Ich hatte bis gerade noch so ein bisschen in der Sonne gesessen und habe sie genossen. Aber nachdem ich aus der Sonne raus war, Herr J. nochmal, das ist ja richtig knackig frisch draußen, habe ich mir die Jacke übergezogen. Aber Grund des Videos ist nicht das schöne Wetter oder die Frische draußen oder meine Jacke hier, sondern ganz einfach, ich stehe kurz vor die 5000 Abonnentengrenze zu knacken und ich sage mal 5000 Abonnenten für eine kritische Person, wie ich eine bin in puncto der Produkte, was uns Vapor betrifft, ist 5000 Abonnenten schon eine gute Zahl. Und aus dem Grunde, dass ich auch in der letzten Zeit einige Spenden bekommen habe, habe ich gesagt, machen wir das mal anders. Den großartigen Aufwand, den ich letzte Mal bei der 4000er gemacht habe, den mache ich jetzt nicht. Das ist einfach zu aufwendig und muss dann immer quasi Leute darum bitteln oder betteln, etwas zu spenden. Und da habe ich gesagt, ich bin es leid, da ewig aufzurufen. Entweder es kommt von Herzen oder man lässt es. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, wie gesagt, aufgrund der Spenden und ich auch ab und zu mal was Neues zeigen muss, was so interessant sein könnte, habe ich dann letzte Woche und gerade eben noch für knapp 200 Dollar einige Produkte bestellt und da ist etwas ganz Neues bei, was zwar auch schon ein paar Tage auf dem Markt ist, aber ein neueres Produkt, was für einige Weber interessant sein dürfte. Dann habe ich mir natürlich was Neues bestellt, was schon ziemlich lange auf dem Markt ist, wo ich immer gesagt habe, das hätte ich gerne. Aber der Preis, der war mir entschieden zu teuer. Und jetzt habe ich so gedacht, dann guckst du mal, ob der Preis mittlerweile runtergegangen ist. Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, Gearbest hatte es, aber nach Deutschland kein Versand. Dann habe ich bei IFAN geguckt, bei 2F-Deal, bei 3F-Deal, da gab es gar nicht mehr, bei Hottezig auch nicht. Ich denke, jetzt hast du die Popo-Karte, jetzt hast du zu lange gewartet und jetzt machst du kein Fitsch mehr. Und siehe da, ich habe noch eins gefunden bei Fastech, zwar in Rot und nicht in Schwarz, so wie ich es gerne hätte, aber selbst jetzt in Rot, naja, habe ich gesagt, ist zwar immer noch ein bisschen teuer, aber jetzt zumindest ist es günstiger, als es damals rausgekommen ist. Das habe ich noch geordert.
Und ich denke mal, wenn ich es habe und es vorstelle, sind ja einige, die neu unter uns Vapern sind, die so etwas gar nicht kennen und vielleicht daran interessiert sind, jo, das könnte ich auch gut gebrauchen, dann könnten sie Glück haben, dass sie dann da noch eins kriegen, wo ich es herbekommen habe. Es sei denn, die sind bis dahin, bis ich das Video gemacht habe und bis ich das Teil ja erstmal hier habe, vielleicht schon auch ausverkauft. Ich weiß es nicht, aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Und das andere, das kann man mit Sicherheit noch bekommen, weil es haben wenige Leute vorgestellt. Einige ja, aber nicht alle. Und ich denke mal, das wird interessant, denn das, was ich bestellt habe, ist für mich, für meine Person finde ich sehr interessant, weil ich sehe alles mit einem kritischen Auge und gerade in diese Richtung, das könnte interessant werden. Und naja, und eins davon, was ich bestellt habe, das werde ich dann ganz einfach in irgendeinem HO. Ich weiß noch nicht in welchen. Entweder auf dem Mittwoch oder auf den Sonntag werde ich dann wieder eine Frage stellen. Und wer als Erster oder als Erste die Frage beantwortet, bekommt dann ein Geschenk von mir. Und das Spiel wird dann laufen, sobald die 5000er Abo-Grenze geknackt ist. Danach, entweder am Mittwoch oder am Sonntag, gibt's dann einen Teil zu gewinnen. Vielleicht auch zwei. Ne? Dann mache ich da nämlich ein Z draus, damit es sich lohnt, das zu nutzen und Spaß zu haben. Ganz wichtig, Erfahrung macht klug. Alles, was in Deutschland geht, trage ich die Versandkosten, trage ich die Kosten für das Geschenk, logisch. Das heißt, da braucht keiner was zu für bezahlen. Sollte es aber, was weiß ich, nach Österreich gehen, nach Schweiz gehen, da wird es natürlich dann wesentlich teurer und dann trägt die Person, die gewonnen hat, die Versandkosten und diese werden dann bezahlt durch PayPal. Und natürlich, da es sich um ein Vape-Produkt handelt, muss ein Altersnachweis erfolgen und das geht am besten durch PayPal. So, jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, was denn da die Hansche da bestellt hat. Achtet schön auf meinem Kanal, sobald die was eintrifft, kommt ja das Video. Und dann sehen wir mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Empfehlt mich euren Freunden, Bekannten, Verwandten oder auch den Feinden. Ne, da ist eine durchgeknallte Alte, geht da mal gucken. Giftig und spritzig und humorvoll. So, und möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke und tschüssi und weg. Bye bye. Bis dann.